Ja, liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Zuschauer, willkommen bei unserem nächsten Clips and Clear Video. Es ist, glaube ich, nicht schwer zu erraten, um was es heute geht. Im Hintergrund von mir ist der Maialtar. Wir sind angekommen im Wonnemonat Mai. Dieser wunderbare Blumenaufbau zeugt von diesem frühlingshaften Eindruck, den uns die Natur gibt in dieser Zeit und der wunderbar auch zu unserer Mutter Gottes passt. Und in dieser Hand halte ich diesen typisch katholischen Gegenstand, diese Kette, wie manche, die es nicht besser wissen, sagen und die man mit unserem Glauben so verbindet. Aber was ist der Rosenkranz überhaupt? Den möchte ich euch heute mal ein bisschen näher erklären und vor allem auch, warum er uns Katholiken so wichtig ist oder wichtig sein sollte. Der Rosenkranz ist zunächst einmal ein Hilfsmittel zum Beten. Um Gebete in einer bestimmten Abfolge, bestimmten Anzahl so locker vor sich hin zu rezitieren und damit Gott zu lobpreisen. Auch in anderen Religionen gibt es solche Hilfsmittel, solche Gebetsriemen und Ketten, zum Beispiel im Islam, wo bestimmte Namen des Gottes Allah angerufen werden, oder auch im Hinduismus und Buddhismus, um irgendwelche Mantras runterzuleiern oder runter zu rezitieren. Manchmal dient er auch dort nur als Gegenstand, um die Nervosität zu überbrücken und ein bisschen herumzuspielen die ganze Zeit. Nun, im Christlichen, wie gesagt, ist die Bedeutung sicherlich nicht damit rumzuspielen, sondern im Gegenteil, um wichtige Geheimnisse unseres Glaubens in einer besonderen Weise beten zu durchdenken und sich in sie zu vertiefen. Ich könnte sagen, der Rosenkranz ist eine Bibel in Gebetsform. Das zu verstehen, betet die Bibel. Dazu fällt mir eine Anekdote ein, die einmal Kardinal Meissner, der verstorbene Erzbischof von Köln, erzählt hatte, als er noch Bischof von Erfurt war, zur Zeit, als noch der Eiserne Zaun Europa geteilt hat und in Russland noch der Kommunismus geherrscht hat, wo das Christentum unterdrückt wurde, vor allem auch die Katholiken, wo es nicht erlaubt war, Bücher, Bibeln, Katechismen, andere christliche Literatur einzuführen, einzuschmuggeln, da konnte man weggesperrt werden. Von wegen nur damals. Auch heute werden viele Christen weltweit wegen einer Bibel oder ihres Glaubens unterdrückt und eingesperrt, vor allem in Terrorregimen. Da hat sie eine Begegnung mit wolgadeutschen Frauen, Omas und Muttis, und er wollte ihnen etwas mitgeben, das ihnen hilft, ihren Kindern, die keinen Religionsunterricht haben durften, irgendwie den Glauben weiterzugeben und ihn selber nicht zu verlieren. Bücher, wie gesagt, konnte er nicht mitgeben, die hätte man ihnen beim Zoll sofort abgenommen, christliche Bücher. Aber er sagte, ich schenke euch allen einen Rosenkranz. Und da waren die gleich begeistert, denn sie meinten, ja, einen Rosenkranz, den werden die Zöllner sowieso nicht kennen und werden das für eine Halskette halten, eine Schmuckkette, und dann können wir diese problemlos nach Russland mitnehmen. Und diese Kette hat es eben in sich. Dort können wir den Glauben Stück für Stück uns immer wieder in Erinnerung rufen und zugleich Gott betend lobpreisen. Das muss ich euch näher erklären. Jeder christliche Rosenkranz beginnt normalerweise mit dem Kreuz, das Zeichen unseres Glaubens, das Zeichen, das uns immer wieder erinnert, dass Jesus für uns aus Liebe gestorben ist, unsere Schuld bezahlt hat und dass er wieder auferstanden ist, dass er lebt und uns immer wieder auch segnet in diesem Zeichen. Und wenn das Kreuz eben beginnt, dann beten wir normalerweise das Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis, das Apostolische, das in 12 Artikeln alles eng zusammengefasst enthält,
was unseren christlichen Glauben ausmacht, was eben wir für wichtig halten, dass wir wissen müssen, um eben Gott zu kennen und auf den Weg zum Himmel eben zu bleiben. Und wenn nun diese Wolgadeutschen Mütter und Großmütter damals denen Kardinal Meißner begegnet ist, den Glauben immer wieder vorgebetet haben, jeden Tag mit ihren Kindern und Enkeln, so blieb der Glaube auch ohne Bücher sogar immer wieder in Erinnerung. Man konnte Fragen stellen der Familie, man konnte dementsprechend auch damit über den Glauben dadurch sprechen. Und dann kommt eben nach dem Glaubensbekenntnis schon das Lobpreisgebet zu Ehren des dreieinigen Gottes, das Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Und nun kommen diese Perlen. Perlen, diese etwas dickeren oder hier die helleren, die so in Abständen meistens da eingeflochten sind. Diese Perlen sind die Vaterunser-Perlen, das wichtigste Gebet der Christen, das Gebet, das Jesus selber seinen Jüngern gelehrt hat und sagte, so sollt ihr beten. Also muss das ganz wichtig sein, ist das Hauptgebet aller Christen, die sich wirklich als solche verstehen und sich so nennen. Und die kleinen Perlen, wie diese drei und dann diese 10 jeweils immer, die sind eben die Gegrüßet seist du Maria-Perlen, die Ave Maria-Perlen. Und da beginnt es zunächst mit den 3 Perlen, die stehen für Glaube, Hoffnung und Liebe. Dass Gott diese in uns vermehren, stärken und entzünden soll, dass wir wirklich als Christen leben und durchhalten und stark sind und nicht zusammenkrachen auf dem Weg zum Himmel nach unserer Taufe. Und Paulus sagt in der Bibel, jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 3, am größten aber ist die Liebe. Und dann geht es schon los mit den 10er-Einheiten, diesen 10 Perlen. Es sind insgesamt 50 Ave Maria am normalen Rosenkranz dran, beim Fingerrosenkranz oder auch Soldatenrosenkranz. Da sieht es ja also ein bisschen anders aus. Da sind es 10 Zacken und diese 10 Zacken, die kann man dann so drehen und dann eben auch die 10 Ave Marias dadurch an diesen Zacken beten. Kann man so praktisch in die Tasche mitnehmen, im Geldbeutel oder wo auch immer man schön Platz hat. Und diese 10 Ave Marias, die sind sozusagen die Grundmelodie des Rosenkranzes. Wir preisen damit Gott, der mit diesen Worten, gegrüßet seist du Maria, gesprochen durch den Engel Gabriel, die Heilsbotschaft nicht nur an Maria, sondern die ganze Menschheit gesprochen hat. Jetzt kommt der Erlöser, jetzt kommt Jesus zur Welt, der wird euch befreien von der Sünde, vom Teufel, vom Tod, der wird euch immer wieder jetzt neues Leben geben und auf das Ewige vorbereiten, im Lebenskampf euch beistehen, den wir trotzdem kämpfen müssen hier auf dieser Welt, aber eben nicht allein, sondern mit der Kraft seiner Nähe, seines Heiligen Geistes. Und so ist jedes Gegrüßet seist du Maria eine Ermutigung, eine Dauerermutigung für uns Christen und eine große Demütigung für die Hölle, die da immer erzittert, weil sie weiß, jetzt hat unser letztes Stündlein geschlagen. Gott macht nun seine Versprechen seit dem Wort an Maria damals wahr. Und das ist die Grundmelodie sozusagen. Und diese Grundmelodie, die so ähnlich in Freikirchen den Refrain bildet von langen Lobpreisliedern, da gibt es ja auch Ähnliches damit sozusagen, wird nun immer wieder bestückt mit Geheimnissen. Da kommen jetzt die Geheimnisse des christlichen Glaubens hinauf, die im Neuen Testament zu finden sind und die uns immer wieder die Bibel sozusagen vor Augen aufscheinen lässt. Die Geheimnisse, da gibt es 4 Rosenkränze inzwischen, die hauptsächlich gebetet werden. Einmal den freudenreichen Rosenkranz, da geht es darum, wie Jesus empfangen wurde im Schoß der Jungfrau Maria, wie er auf die Welt gekommen ist und im Tempel dann auch aufgeopfert wurde durch die Beschneidung, wie er beschnitten wurde
und wie er dann gelehrt hat im Tempel unter den großen erwachsenen Lehrern, die dann gestaunt haben, was der schon alles weiß, der zwölfjährige Jesus. Und dann gibt es die lichtreichen Geheimnisse, eben das Leben und das Wirken und die Lehren von Jesus, auch wie er uns die Eucharistie geschenkt hat. Und dann kommen die schmerzhaften Geheimnisse. Da geht es eben darum, wie Jesus für uns gelitten hat, wie er am Kreuz gestorben ist und das aus Liebe zu uns und den Hass durch seine Güte besiegt hat und seine Vergebungsmacht. Und dann, das Schönste, sind dann die glorreichen Geheimnisse. Da geht es um die Auferstehung von Jesus, seine Himmelfahrt, wie den Heiligen Geist uns sendet und wie er schließlich Maria dann auch in den Himmel aufgenommen hat. Und Maria ist sozusagen die Erste, die er aufgenommen hat in den Himmel. Wir alle haben auch diese Verheißung von Jesus, dass auch wir eben einmal von ihm, wenn wir ihm treu bleiben und immer fest beten auch, das ewige Leben aus seiner Hand geschenkt bekommen, aus Gnade, etwas ganz Wunderbares. Das mal ins Wichtigste in Kürze. Unten ist auch, wenn ihr da schaut, auf diesen Links, die ich gegeben habe, da findet ihr dann auch nochmal diese Geheimnisse sogar extra von mir aufgeschrieben in schriftlicher Form, dass ihr wisst, wie man die einfügen kann. Und so kann man sagen, dieser Rosenkranz ist sozusagen ein Rettungsseil, ein Abschleppseil zum Himmel hinauf, dass wir wirklich zu Gott kommen, dass wir es schaffen, dass wir uns leichter tun in unserem christlichen Leben. Oft weiß man ja gar nicht, was man beten soll, da ist man so trocken in sich. Und hier in diesen festen Gebeten, die ja eigentlich alle aus der Bibel stammen, die ja auch aus der Bibel zumindest abgeleitet werden können, auch dass Maria für uns bittet, da werde ich nachher noch ein bisschen was erklären dazu. All diese Dinge, die stärken uns immer wieder ungemein. Und der Rosenkranz ist sogar gesund. Man kann sagen, überhaupt wie das Gebet, aber auch vor allem dieses Gebet, hat sogar einen medizinischen Nutzen. Aus medizinischer Sicht ist der Rosenkranz, ähnlich wie Meditationen und andere Gebetsformen, sehr empfehlenswert. Er stabilisiert den Blutdruck, den Regelkreislauf, er beugt Depressionen vor, er hilft solche auch zu überwinden und zu therapieren, er lässt besser einschlafen, er gibt mehr Mut und Zuversicht und stärkt damit auch das Immunsystem. Albträume verschwinden schneller und sie können gelassener durchs Leben gehen. All das ist für mich als Arzt ein ausgesprochener Vorteil dieses und vieler andere Gebete. Beten ist gesund. Ja, soweit der Arzt. Ja, Spaß beiseite. Es ist wirklich wahr. Rosenkranzbeten ist gesund. Das Seil, natürlich, man könnte auch bergsteigen ohne Seil. Das ist ein bisschen so ein Free Climbing, aber das ist nicht ganz ungefährlich, dieses Free Climbing. Und es ist schon besser, man ist noch gesichert. Man hat diese Stütze. Und auch wenn das Seil nicht das Wichtigste ist, sondern eben der Gipfel, den wir erreichen wollen, damit sicher erreichen wollen, ist dennoch es gut, dass es ihn gibt, dass wir das bei uns haben und pflegen. Die Päpste jedenfalls haben das immer empfohlen, die letzten Jahrhunderte. Und es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn man sich das irgendwie aneignet, den Rosenkranz zu beten, wenigstens jeden Tag. Ein Gesetzchen, so nennt man so einen Abschnitt, ein Gesetzchen mit einem Geheimnis eingefügt oder auch mehreren Geheimnissen eingefügt, das gibt Kraft und Power. Maria ist ja diejenige, die uns immer wieder ja auch hinweist auf Jesus, die immer sagt, auch in Fatima hat sie darauf hingewiesen, betet den Rosenkranz und was Jesus euch sagt, das tut, beleidigt ihn nicht, hört auf ihn und lasst euch von ihm retten. Und sie gibt uns immer wieder gute Tipps und schützt uns auch als Mutti. Ja, und natürlich gibt es auch
In diesem Clip wieder neue Bilder von Kindern und Jugendlichen, Kommunionkindern, Firmanden, die eingegangen sind und die ich nun vorstellen möchte. Hier ist schon auch der Umschlag sehr schön geworden, gleich mit diesem wunderbaren Regenbogensymbol, der Farben Gottes. Und das hat mir ein Brüderpaar geschickt, der Jonas und der Fabian. Ich fange mit dem Jonas an, das ist der Ältere. Der Jonas hat schon ein Bild geschickt von einem künftigen Fest, von Christi Himmelfahrt, wo eben die Jünger so staunend daliegen, während Jesus emporgehoben wird und dann von einer geheimnisvollen Wolke voller Licht aufgenommen, quasi fast schon verschluckt wird. Und dann eben zwei Engel plötzlich dastehen und ihnen sagen, was starrt und sturt ihr da so zum Himmel hinauf? So wie ihr diesen Jesus habt auffahren sehen in den Himmel auf diese geheimnisvolle und machtvolle Weise, so wird er wiederkommen. Und wisst ihr, in welche Richtung hin Jesus verschwunden ist in den Himmel? In Richtung Osten, wo die Sonne aufgeht. Das ist nicht von ungefähr, denn die Sonne ist ein Symbol für Jesus auch. Gott hat ja die Natur so geschaffen, dass die Natur uns etwas erzählt über ihn, über seine Allmacht. Und so wie also die Sonne sich erhebt jeden Morgen, so soll sie uns erinnern, dass Jesus wiederkommen wird. Und er kommt nicht erst wieder irgendwann am Ende der Zeit, nein, er kommt schon wieder auch in jeder heiligen Messe. Wenn der Priester die Hostie hochhebt, das ist ja auch so rund wie eine Sonne, da sehen wir Jesus schon verborgen, wie er wiederkommt in der Gestalt der Hostie. Aber eines Tages wird er auch für alle Menschen unverhüllt ganz sichtbar wiederkommen. Danke Jonas, hast du ganz super gemalt, also ganz hervorragend. Und dein Bruder, der Fabian, der hat noch einmal Ostern aufgegriffen. Dieses Bild mit dem wunderschönen leeren Grab. Und so ist es tatsächlich, ja, das leere Grab und das Kreuz, eben die Dunkelheit und das Licht. So dürfen wir auch hier immer wieder hoffen, dass auch Jesus uns aus dem Tod holt und in sein wunderbares Licht hineinführt. Wunderbar, sehr schöne Bilder. Und das nächste Bild, das geht dann schon im Mai hinein, das erste Bild von Maria, das mich erreicht hat, das ist von der Mia. Die Mia hat es so schön gemalt, die Mutter Gottes mit der Krone auf dem Haupt und dem Rosenkranz sogar in der Hand. Und hier über der Erdkugel stehen sie segnend, segne du Maria, auch diese Sonne in den Wolken. Das erinnert uns an das Sonnenwunder von Fatima, das zigtausende Menschen miterlebt haben 1917, als plötzlich die Sonne über Fatima, so haben sie Leute eben gesehen, zu tanzen begann und verschiedene Lichtspiele, Farbspiele des Lichtes stattgefunden haben und auch viele Wunder sich dazu noch ereignet hatten. Sehr schön, Mia. Hier haben wir noch ein Bild von der anderen Mia, die heißt auch Mia, und sehr schön die Mutter Gottes mit Jesus, die beiden in ihrer Liebe zugeneigt sind. Das ist wunderbar, dass Gott beschließt, ein Kind zu werden, ein Mensch zu werden. Er, der allmächtige Gott, will zunächst einmal so ein Kind, so ein Baby sogar werden, um in den Armen einer menschlichen Mutter, die er erschaffen hat, die er sich ausgedacht hat und ausgewählt hat, von diesen Armen liebevoll umschlossen zu werden. Und zugleich weiß aber Maria, dass eigentlich Gott, den sie in Händen halten darf als Menschen, dass sie von Gott umarmt und gehalten wird. Und so ist es, ein gegenseitiges sich lieben. Gott liebt uns immer schon zuerst und zuvor und wir dürfen diese Liebe Gott zurückgeben und erwidern, auch indem wir sie einander schenken und dem Gut auch zum anderen sind und für ihn beten. Ja, das waren die Bilder für heute
Und so möchte ich euch noch einmal jetzt in die Kirche einladen, um dort noch abschließend euch den Segen zu geben. So segne euch und beschütze euch auf die Fürsprache der Jungfrau Maria, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.